Der Memphis Recording Service ist wieder da mit einer brandneuen Produktion. Elvis The Complete Movie Masters 1960 till 1962. Gleich nach dem Intro gibt's das Unboxing und den Review exklusiv vorab für euch. Elvis Presley! Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von In Vinyl Veritas Elvis, die neueste Veröffentlichung auf meinem Kanal. Wird es ab sofort eine neue Challenge geben, und zwar die Frage der Woche. Bleibt also dran bis zum Ende des Videos. Nach dem Unboxing und dem Sneak Preview wird es die erste Frage der Woche geben und ich freue mich schon jetzt auf eure Antworten in den Kommentaren. Viel Spaß beim Mitmachen und beim Rätseln. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Die neueste Veröffentlichung von MRS, Memphis Recording Service, die diese Woche erscheint und an euch rausgeht. Diesmal ist es eine CD-Veröffentlichung. Jetzt werdet ihr sagen, ja, In Vinyl Veritas, du magst doch sonst nur Vinyl. Das ist richtig. Aber in diesem Fall kam die CD zuerst und ich werde mir natürlich auch die Vinyl-Version zulegen, die es dann im Mai geben wird. Und dazu wird es dann auch einen ausführlichen Review geben. Heute beschränke ich mich aber auf das Unboxing und ein paar kurze Bemerkungen dazu. Ich habe natürlich schon ein bisschen reingehört. Dann lasst uns doch mal auspacken. So, und jetzt lade ich euch einmal gemeinsam mit mir dieses wirklich tolle 140 Seiten Buch durchzublättern, damit ihr alles mal sehen könnt, was hier tatsächlich geliefert wird mit den CDs und später auch mit den LPs. Wenn ich also das alles richtig verstanden habe, wird es auch zu der Vinylversion ein Booklet dazu geben. Vermutlich, hoffe ich mal, das gleiche. Würde mich sehr freuen, ganz, ganz toll gemacht. Ja, wenn wir hier aufklappen, dann sehen wir schon die Titelauflistung der CD-Master der ersten beiden CDs. Dann ein Inhaltsverzeichnis. Das Ganze beginnt mit einem Vorwort. Das ganze Booklet ist ja reich bebildert mit Filmplakaten oder auch mit Bildern aus dem Film, wie hier aus der Aufnahmesession zu G.I. Blues. Hier Bilder aus dem Film. Ein schönes Foto hier rechts vom Set. Und hier noch einige Szenen aus dem Film. Ja, und schon geht's weiter zu Flaming Star, einem der besten Elvis-Filme. Wir haben die Bilder hier wieder aus dem Film. Schöne Aufnahmen. Over his shoulder, there's a lot of living they got. Und wir kommen schon zu Wild in the Country. It's alone. Auch hier viele Aufnahmen. Schöne Bilder aus dem Film wieder. It's a lonely man who roams from town to town. Und wir kommen zu Blue Hawaii, dem größten Kassenschlager unter den Elvis-Filmen. Do I see the starlight caress your hair? Auch hier viele Szenenfotos. Feel the tender kisses we used to share. I close my eyes and clearly my heart remembers. A thousand goodbyes could never put out the embers. Und wir sind schon bei Follow That Dream gelandet.
dem ja der Memphis Recording Service erst vor kurzem ein eigenes Produkt gewidmet hat. Seht dazu mein Video, das ich gemacht habe. Die Story von den Quimpers. Einer der wenigen Filme übrigens, in dem Elvis seine normale Haarfarbe trägt. Auch hier Kit Galahad kann man das sehr schön sehen. Die Haare sind nicht schwarz eingefärbt, das ist so ein dunkles Blond, ja, ins bräunlich gehende. Das war die Naturhaarfarbe von Elvis, hier auch in Kit Galahad schön zu sehen. Und wir sind bei Girls, Girls, Girls. Going swimming, girl. In bikinis, girl. Walking on a wiggling by, yeah, yeah. Auch wieder sehr viele Szenenfotos. Oh, what peaches, girl. So pretty, Lord, I could cry, yeah, yeah. I'm just a red-blooded boy and I can't stop thinking about it, girl. Sailing sailboats, girl. Water skiing. Ja, ein Epilog, ein Nachwort, das muss ich natürlich alles erst durchlesen. Und hier haben wir die Session Outtakes auf der CD3 und der CD4. Ja, und die Rückseite, die wir vorhin bereits gesehen haben. Also, jetzt klappen wir mal die CDs raus. Das ist immer etwas tricky, etwas schwierig. Hier sehen wir die erste CD. Die zweite CD. Ja, und hinter dem Buch finden wir die CDs 3 und 4. Ja, wie wir gesehen haben, was bekommen wir hier? Wir bekommen also ein 4-CD-Set und dazu noch einmal ein Buch mit dabei, 140 Seiten. Das ist natürlich schon absolut großartig und es beleuchtet die Soundtrack-Zeit von Elvis zwischen 1960 und 1962, wo vermutlich mit seine stärksten Soundtracks produziert wurden. Und so erhalten wir die kompletten Masters zu G.I. Blues, zu Flaming Star, zu Wild in the Country, zu Blue Hawaii, zu Follow the Dream, zu Kit Galahad und zu Girls, Girls, Girls. Das Besondere daran ist, dass wir tatsächlich jetzt auch Blue Hawaii erstmals in so einer multiplen Veröffentlichung haben. Blue Hawaii lief ja immer separat, war ja ziemlich mit das erfolgreichste Elvis-Album überhaupt. Man hat es immer ein bisschen ausgeklammert. Blue Hawaii war ja nicht mal bei den Double Features damals mit dabei. Insofern interessant, dass man es hier jetzt mal mit hinzugefügt hat. Also insgesamt bekommen wir die Soundtracks zu 7 Elvis-Filmen. Das ist natürlich schon mal eine Ansage, das Ganze auf 2 CDs gepackt. Aber das alleine ist noch nicht genug. Es gibt auch noch 2 CDs mit Session-Outtakes und da sind ganz besonders interessant die Outtakes natürlich zu Flaming Star, denn dazu gab es bisher reichlich wenig, ebenso wie zu Wild in the Country. Es gab ja auch noch keine FTD-Veröffentlichung dazu. Insofern kann man hier wirklich gespannt sein und ich werde natürlich, wie gesagt, dann einen ausführlichen Review dazu machen bei der Vinyl-Version. Ja, das Fazit, liebe Freunde. Es liegen jetzt einige Stunden Hörgenuss vor mir. Die CDs werden eingelegt und ich werde natürlich reinhören und werde mir alles in aller Ruhe durchhören. Ich kann euch schon so viel verraten. Bisschen habe ich reingehört. Die Soundqualität ist absolut überragend. Die ist wirklich tip top. Ich bin kein Freund von Superlativen, aber ich persönlich habe in dieser Qualität die Songs tatsächlich noch nicht gehört. Insofern ein tolles Produkt, das der Memphis Recording Service hier auf den Markt gebracht hat. Und für die Freunde von Elvis Movie Soundtracks, vor allem aus der frühen 60er Phase, ist diese Box ein absolutes Muss. Such an easy question. Und die Frage der Woche an euch lautet: Wann fand die letzte Elvis-Session gemeinsam mit den Jordanaires statt? Wann fand die letzte Elvis-Session gemeinsam mit den Jordanaires statt? Schreibt in die Kommentare unten rein. Auflösung gibt's dann beim nächsten Video, das auch schon sehr bald kommen wird.
Das war's von meiner Seite. Dankeschön, ciao und servus. Bis zum nächsten Mal. Euer Gerd. Long live the King.